Ja, hallo, liebe Zozayak-Fangemeinde. Heute habe ich euch mal ein ganz besonderes Tierchen mitgebracht, die wohl schönste Schlange, die es auf der Welt gibt, so die Schlangenliebhaber. Das ist eine Mandarinennatter. Warte mal eben, guck, sie hat so einen bescheuerten Namen. Epiperipiophis heißt die. Die Mandarinennatter Epiperipiophis mandarinus. Früher hieß sie Elaphe mandarinus. Das war anscheinend zu einfach. Ja, Mandarinennatter, dass es an der Farbe nicht liegen kann, dass das Tier so heißt, ist offensichtlich, sonst müsste sie eher Zitronennatter heißen. Die Mandarinennatter stammt aus Asien, Hauptverbreitungsgebiet ist auch China, wo die Amtssprache Mandarin ist. Wahrscheinlich war das bei der Namensfindung ein ausschlaggebender Faktor. Die Mandarinennatter galt früher in der Terraristik als sehr heikler Pflegling. Das, was daran liegt, dass die Schlange keinen Schutzstatus hat, die kommt in China und Schlange lebt in China, Taiwan, Vietnam, Tibet. Das kann ich mir nicht alles merken. Die Schlange hat ein sehr großes Verbreitungsgebiet in Asien, wobei sie in China, Taiwan, Tibet und Vietnam lebt. Sie lebt bevorzugt in Höhenwäldern bis 3000 Meter über normal Null. Temperaturen zwischen 24 bis 26 Grad findet sie ganz prima. Bis 28 Grad geht's noch, aber alles darüber sollte möglichst vermieden werden. Die Schlange braucht es auch recht feucht. Sie braucht so eine Luftfeuchtigkeit zwischen 60-80%. Sollte in ihrem Terrarium deswegen auch ein gut grabfähiges, tiefgründiges, mindestens 10 cm tiefes Substrat haben, zum Beispiel aus Kokoshumus oder Torfgemisch. Eine große Badeschale sollte deswegen auch vorhanden sein. Früher galt diese Schlangenart als sehr heikler Terrarienpflegling. Die Schlange hat keinen Schutzstatus, wurde halt häufig als Naturfang bei uns angeboten. Diese Naturfänge werden in den Heimatländern dann in Höhenlagen gefangen, ins Tiefland gebracht, wo es deutlich wärmer und trockener ist und dann über mehrere Monate bei den Zwischenhändlern gelagert. Das bekommt den Tieren natürlich nicht wirklich gut. Die meisten Tiere, die man hier günstig als Wildfänger erwerben kann, leben deswegen nicht lange, sind deswegen auch recht problematisch in der Haltung und haben den Ruf dieser wunderschönen Schlange leider etwas ruiniert. Diese Schlange hier stammt aus einer Nachzucht und wie man sieht, ist das ein ganz munteres Tierchen. Tiere, die aus Nachzuchten stammen, sind bei entsprechender Terrarienunterbringung, sprich entsprechend hoher Luftfeuchtigkeit, einem guten Versteck, auch relativ unproblematische Terrarienpfleglinge. Was man noch wissen muss, ist, dass die Schlange in der Natur häufig sehr versteckt lebt. Es ist ein eher schüchterner Terrarienbewohner, der mit der Zeit natürlich trotzdem zahm wird, was man natürlich bei dieser Schlange hier sehr gut erkennen kann. Ne? Also diese Schlange hier macht jetzt hier keinen ängstlichen Eindruck. Die fühlt sich ganz wohl. Die versucht mich hier teilweise ein bisschen zu erwürgen. Sie gehören ja zu den Würgeschlangen, die ihre Nahrungsbeutetiere erdrosseln, bevor sie sie verschlingen. Es sind keine Giftschlangen, das ist auch ganz wichtig zu wissen und lassen sich relativ gut händeln. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit recht zahm. Trotzdem sollte der Terrarienstandort so gewählt sein, dass nicht allzu viel Trubel um das Tier herrscht, dass nicht allzu viele Erschütterungen sind. Also direkt neben dem Klavier oder im Kinderzimmer ist vielleicht nicht der ideale Standort. Die Mandarinennatter sollte aufgrund ihrer Größe ein relativ großräumiges Terrarium bekommen. Sie gehört auch zu den Kletternattern. Terrarien ab 1,20 Meter Länge sind dafür sehr gut geeignet. Wobei man sich hier auch natürlich immer nach der Größe der Schlange orientieren sollte. Das Terrarium sollte immer mindestens einmal der Länge der Schlange entsprechen. Da die Mandarinennatter ein sehr großes Verbreitungsgebiet hat, kommen auch sehr viele unterschiedliche Lokalformen vor. Ähnlich wie bei der Kornnatter. Die Vietnam-Variante wird teilweise mit einer Länge bis zu 1,80 Meter beschrieben, sodass man bei diesen größeren Tieren natürlich auch entsprechend größere Terrarien wählen sollte. In dem Terrarium selber sollten ausreichend Klettermöglichkeiten vorhanden sein. Es sollte ein schönes, flaches Versteck vorhanden sein, das idealerweise mit Moos ausgepolstert wird, um die nötige Luftfeuchtigkeit auch zu gewährleisten. Das Terrarium kann gerne dicht bepflanzt sein und es sollte eine große Badeschale da sein. Auf einen übermäßig starken Wärmespot sollte man aufgrund der mangelnden Temperaturfreudigkeit dieser Schlange bitte verzichten.
Ein Wärmespot mit maximal 28 Grad, dem die Schlange in ihrem Terrarium auch aus dem Weg gehen kann, sollte jedoch vorhanden sein. Gefüttert werden die Tiere mit kleinen Nagetieren. Diese hier frisst auch Frostmäuschen. Ne? Also die kann man hinterher auch gut mit tiefgefrorenen Nahrungstieren füttern. Selbstverständlich sollten die Frostmäuschen, bevor sie an das Schlangentier verfüttert werden, gründlichst aufgetaut werden. Sie sollten Körpertemperatur haben. Und zwar nicht nur außen, sondern auch im Inneren des Futtertiers. Das ist ganz wichtig, weil die Schlange die Mäuschen sonst wieder auswirkt. Die Schlange kann solche tiefgefrorenen oder zu kalten Futtertiere nicht verdauen. Die kommen ja in der Natur in dieser Form auch nicht vor. Für die Mandarinennatter wird eigentlich eine Einzelhaltung empfohlen. Sie sollte nur zu Paarungszwecken vergesellschaftet werden, weil sie halt sehr sensibel ist und auch mal ihre Ruhe haben möchte. Insbesondere bei Jungtieren sollte man auf diese Einzelunterbringung achten. Jetzt hat sie mir gerade Handschellen angelegt. Und zieht auch richtig fest. Meine Hände werden gleich blau. Macht ihrem Namen als Würgeschlange all Ehre. Die Mandarinennatter sollte eine Winterruhe machen von 2 bis 3 Monaten bei durchschnittlich 10 Grad. Das kommt dem Wohlbefinden und auch der Lebenserwartung der Tiere sehr entgegen. Mandarinennattern werden bei entsprechender Haltung, wenn die Parameter stimmen, sprich Luftfeuchtigkeit und Temperatur, bei 24, 25 Grad liegt und 70-80% Luftfeuchte, bis zu 20 Jahre alt. Nach der Winterruhe kommt es zur Paarung, wobei die Männchen auch einen Paarungsbiss ausführen. Sie beißen dem Weibchen ins Genick. Danach kommt es zur Kopulation und nach ein paar Wochen legt das Weibchen dann 3 bis 8 Eier ab. Die Eier sind recht groß und die Jungtiere, die aus diesen Eiern nach circa 2 Monaten schlüpfen, bei einer Temperatur von 25 bis 27 Grad Inkubator, sind dann schon immerhin 30 cm groß. Diese Jungtiere sollten dann einzeln aufgezogen werden. Gerade bei den Kleinen ist es recht schwierig, die Jungtiere ans Futter zu kriegen. Bitte deswegen darauf achten, Jungtiere, die futterfest sind, zu erwerben. Das ist ganz wichtig, denn gerade für Terrarienanfänger kann das oft ein Problem bedeuten. Wer sich eine Mandarinennatter anschaffen möchte, sollte Folgendes bedenken. Mindestterrariengröße 1 Meter, aber natürlich abhängig von der Schlangengröße auch größer. Alter bis zu 20 Jahre. Geschlechtsreife ungefähr nach 3 Jahren. Brutpflege ist in dieser Form nicht vorhanden. Die Schlange legt 3 bis 8 Eier ab und nach circa 2 Monaten schlüpfen die Jungtiere. Die Jungtiere sind dann schon 30 cm groß. Als Futter dienen kleine Nager oder auch kleine Vögel in entsprechender Größe. Die Schlange kommt aus subtropischen Klimazonen, wohnt dort feuchte Bergwälder, aber auch Wiesen mit relativ niedriger Temperatur, 24 bis 25 Grad und einer Luftfeuchte von 60-80%. Ich hoffe, die Mandarinennatter hat euer Herz gewonnen, meins schon. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!